Vor einigen Tagen war das Chance-Risiko-Verhältnis für die Bullen außerordentlich günstig, auch wenn man sich wahrscheinlich sehr schwer tut, dann wirklich long zu gehen in einer Situation, in der die Märkte stark abverkauft hatten, in der die Stimmung miserabel ist, sehr bärisch, in der viele offenkundig massive Absicherungen eingegangen sind, in der Furcht, es geht weiter runter, aber die Märkte waren so derartig überverkauft mit Parametern, die man selten sieht, dass eine Rallye wahrscheinlich war. Jetzt ist diese Rallye gekommen, 4 Tage in Folge ist es nach oben gegangen, jetzt sind wir aber nicht mehr überverkauft, sondern sogar jetzt schon wieder überkauft, nachdem der S&P 500 in den letzten 4 Tagen 200 Punkte mal eben nach oben gegangen ist. Und vieles, was wir jetzt gesehen haben, ist in Erwartung passiert, dass die Inflationsdaten, die heute um 14.30 Uhr deutscher Zeit kommen, niedriger ausfallen als erwartet. Also hier Erleichterung in Sachen Inflation und dann die Hoffnung, naja, da wird die Fed schon irgendwie ein bisschen nachdenklicher werden. By the rumor, sell the fact, das ist die Frage. Sollte man also, wenn man jetzt doch einen guten Einstieg hatte, langsam die Positionen schließen, zumindest die Trading-Positionen. Wer in Aktien investiert ist langfristig, der hat natürlich letztendlich eine ganz andere Sicht. Hier sehen wir mal die Erwartung für heute bei den Verbraucherpreisen. 8,1%, das wäre ein Rückgang von 0,4% zum Vormonat jetzt für die Augustzahlen. Aber achten Sie auch auf die Kernrate, die dürfte ansteigen von 5,9 auf 6,1%. Und die Fed ist sehr orientiert in Richtung Kernrate. Das heißt, wenn die sogenannte Headline-Zahl, also hier diese 8,1, geringer ausfallen sollte, aber die Kernrate höher ausfallen sollte, dann haben die Märkte nicht viel gewonnen, dann ist nicht viel passiert. Aber wir sehen eben, Anlass für diesen Optimismus sind vor allem die gefallenen Benzinpreise. Hier sehen wir rechts in dieser Grafik, wie dadurch die Inflationserwartungen gefallen sind in einer Umfrage der New York Fed. Hier sehen wir 13 Wochen in Folge die Gasoline Prices nach unten. 90 Tage in Folge hat sich der Benzinpreis vergünstigt in den USA unter 4 Dollar. Wir waren im Juni über 5 Dollar knapp. Und so ist eben die Hoffnung da, dass die Inflationszahlen niedriger ausfallen, aber eben die Kerninflation ohne Nahrung und Energie und vor allem dieser Mietkomplex, der ist schwer einzuschätzen. Jedenfalls sehen wir, dass durchschnittlich der S&P 500 an Tagen, an denen die Verbraucherpreise veröffentlicht wurden, 0,5% verloren hat. Wir sehen inzwischen eine Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im September jetzt die Zinsen um 75 Basispunkte anhebt bei 88%, also schon sehr überragend. Und wenn wir uns hier mal die Einschätzungen anschauen, die Schätzungen anschauen, wie dürfte die Inflation ausfallen, dann schwankt das zwischen 7,9 etwa Morgan Stanley, Credit Suisse und Wells Fargo und 8,3% von BMO. Also in dieser Range werden die Daten heute erwartet. Schauen wir uns mal Seltsames an. Wie gesagt, wir hatten massive Absicherungen. Ich hatte immer wieder Grafiken dazu gezeigt. Jetzt sehen wir, dass das Put-Call-Ratio wieder deutlich nach unten gegangen sind. Da sind wir sogar schon fast wieder im Extrembereich. Mit anderen Worten, hier ist viel eingedeckt worden an Puts. Der Short-Squeeze ist weitgehend gelaufen. Vielleicht ist noch ein bisschen was übrig, aber nicht mehr allzu viel. Wir sehen interessanterweise auch, dass der VIX jetzt nicht diese Rallye des S&P 500 mitgemacht hat. Der ist hier inverse. Normalerweise haben wir eine Korrelation steigender S&P 500, fallender VIX und umgekehrt. Wir sehen hier, dass das nicht der Fall war. Gestern etwa der VIX gestiegen, obwohl die Aktienmärkte in den USA auch deutlich gestiegen waren. Viele haben sich jetzt eingedeckt mit Calls im Optionsbereich, wetten, dass zumindest die Verbraucherpreise nicht stören werden, dass das keinen Gegenwind bringen wird. Also wir haben sehr, sehr schnell umgeschwenkt von einer extrem bärischen Stimmung auf jetzt wieder FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, die Rallye zu verpassen. Und ja, wenn vielleicht unter 8% die Inflation reinkäme, könnte man nochmal eine Rallye sehen, nachdem eben die Inflation Expectations fallen, die Break-Evens fallen. Das sind praktisch die Märkte, die die Inflationserwartungen einpreisen. Aber man darf nicht vergessen, wir sind jetzt 200 Punkte gestiegen. Da ist schon sehr, sehr viel jetzt eingepreist. Wir sind alles andere als überverkauft, sondern jetzt sogar schon wieder überkauft nach dieser starken Rallye. Manche Indikatoren wie der Bullish Percentage Index, der ein sehr guter Frühindikator ist dessen, was am Markt passiert. Da hat man etwa gesehen, als wir hier diese negative Divergenz hatten, als wir da ziemlich weit oben angelangt waren, dass da nicht mehr viel drin ist mit dieser Rallye. Dann kam der Abverkauf. Da waren wir relativ weit unten. Jetzt steigen wir relativ steil wieder an, haben aber noch keine Extremität.
Extremparameter erreicht, also von der Seite her durchaus noch Luft und wirklich auch eine sehr gute Indikation. HYG, die Junk Bonds und der SPY, maßgebliches ETF auf den S&P 500. Hier sehen wir, dass diese Rallye sich insofern angekündigt hatte, als die Junk Bonds weniger gefallen waren als der S&P 500. Die Junk Bonds sind so ein Stück weit die Achillesferse, das Alarmsignal. Und wenn das Alarmsignal gar nicht so stark rot leuchtet und der Gesamtmarkt aber deutlicher fällt als eben diese Junk Bonds, dann war das ein Signal, dass da eine positive Divergenz für die Aktienmärkte besteht. Die haben wir jetzt gesehen und wenn wir hier mal diesen Chart von Michael Silver Figuring Out the Money sehen, dann sehen wir hier, wie eben jetzt wir eine negative Divergenz haben zwischen S&P 500 und TLT. TLT ist ein ETF auf langlaufende US-Staatsanleihen, was auf jeden Fall hier sichtbar ist, dass der S&P 500 sehr deutlich gestiegen ist, aber die Anleiherenditen nicht gefallen sind. Das heißt, die Anleihemärkte spielen nach wie vor dieses Szenario. Zinsen werden weiter steigen und länger oben bleiben. Die Aktienmärkte haben jetzt eine Party gemacht. Auch das war ein relativ guter Indikator für das, was kommt. Das würde darauf hindeuten, dass wir bald Probleme bekommen wieder bei den Aktienmärkten. 75 Basispunkte, Rate Hike dürfte sehr, sehr wahrscheinlich sein. Early Pivot Unlikely, also die werden nicht so schnell umsteuern. Die Fed, das aber hoffen die Aktienmärkte immer noch, weil sie sich sagen, ja, die Inflationsdaten, die werden niedriger ausfallen. Deswegen sind heute diese Inflationsdaten so unglaublich wichtig. Und wir sehen jetzt wieder ein Phänomen, das wollen die Dickfische hier diese Märkte maßgeblich treiben, eine Microsoft, eine Apple, wie wir hier sehen, gestern 4% gestiegen, das war der beste Tag seit dem 27.05. gleichzeitig über den 50er DMA und den 200er DMA gestiegen, gleich den 50er mit dem Gap, dann noch über den 200er Moving, also über den glattenden Durchschnitt gestiegen. Das ist mehr, als man einmal vor 20 Jahren geschafft hatte. Da war damals die Aktie, wenn man das jetzt die Aktiensplit mal rausnimmt, wäre die Aktie unter 50 Cent gewesen, nämlich im Jahr 2001, Apple wieder bei 164. Ja, aber auch Apple könnte bald wieder Probleme bekommen, denn wahrscheinlich werden die Verkäufe der iPhones nicht so super ausfallen und das dürften wir dann irgendwann auch mal bald erfahren. JP Morgan hoffte, dass wir ein Soft Landing bekommen, keine Rezession, das sei das Base Case. Das ist sozusagen der Bullen Case, ja, wird ein bisschen abkühlen, aber keine Rezession. Die Daten zuletzt waren ja auch nicht so schlecht, das gibt eben wieder Hoffnung. Jetzt haben wir aber die Situation, dass saisonal die zweite Septemberhälfte sehr, sehr schwach ist für die Aktienmärkte. Erstens, zweitens, wir jetzt eben schon in die Blackout Period bekommen, also in die Zeit, wo Unternehmen aus dem S&P 500 die eigenen Aktien nicht mehr zurückkaufen dürfen vor ihren Quartalszahlen. Also hier sehen wir, dass die Rate Hike Expectations weiter steigen, die Aktienmärkte aber auch weiter steigen. Und hier sehen wir mal den Chart des Nasdaq 100 in einem Chart von Capital.com. Da sehen wir, dass wir jetzt vor relevanten Widerstandsbereichen stehen. Der Nasdaq könnte da noch so ein paar Pünktchen steigen, aber da ist die steile Aufwärtsbewegung, die jetzt an wichtige Widerstände stößt, die aus dem August stammen, Anfang August, Ende Juli, Anfang August und dann eben im weiteren Verlauf des August. Hier sehen wir oben beim S&P 500 bei Ron Walker etwa, dass der RSI schon über 70 wieder hantiert. Also wir sind überkauft in diesem auf Stundenbasis. Wir sind gestern alle Sektoren dick im Plus. Aber es ist eben jetzt so, dass das Chance-Risiko-Verhältnis für die Bullen deutlich ungünstiger ist eben als noch vor einigen Tagen. Kommen wir to something completely different. Kommen wir zu die China. Da ist jetzt das Treffen avisiert zwischen Putin und Xi Jinping. Das wird interessant, was die Herrschaften sich da zu erzählen haben. Putin ja derzeit in einer etwas schwierigen Lage, aber auch China. Hier sehen wir, dass Städte um Beijing herum wieder jetzt in den Lockdown gebracht wurden. Eine Stadt hier ist jetzt, hat angeordnet, dass die Bewohner 3 Tage mindestens im Homeoffice arbeiten sollen und so weiter und so fort. Also diese Restriktionen in Sachen Corona nehmen zu. Am 16. Oktober beginnt ja der Volkskongress, der für Xi Jinping die dritte Wiederwahl bringen soll. Und wenn wir jetzt nochmal in Sachen Russland unterwegs sind,
Hier sehen wir, da ist ein anderer, ein neuer, ein weiterer Öl-Oligarch von seinem Boot gestürzt und dann ertrunken. Sachen passieren. Der war letztendlich verantwortlich hier in der Arktis. Sollte er Ölvorkommen praktisch mit organisieren, also jemand aus dem Energiesektor. Und das ist jetzt schon der wievielte Oligarch, der plötzlich stirbt. Und es ist eben das System, das in Russland der Fall ist. Es ist ein Bereicherungssystem. Wenn du für Putin bist, dann kannst du dich bereichern, dann kommst du an die Töpfe. Wenn du gegen Putin bist oder Kritik übst oder Opposition übst, dann kannst du eben diese Mittel nicht mehr erlangen und gefährdest dein Leben, weil du eben sozusagen illoyal geworden bist. Und so sterben plötzlich viele Menschen und in Russland übrigens auch interessanterweise so. Da sind die Einnahmen ja gestiegen, obwohl etwa deutlich weniger Gas nach Europa transportiert wurde, aber der Gaspreis eben deutlich gestiegen. Aber im August sehen wir jetzt, dass Oil- und Gas-Revenues deutlich gefallen sind im Vergleich zum Vorjahr. Also Monate Januar bis Juli, die waren richtig gut für die Russen. Aber jetzt ist es doch schlechter geworden. Mal sehen, ob das ein Trend werden wird. Und Trend, Gaspreis, der geht derzeit nach unten. Ja, wir sind massiv gestiegen, ja, auf 340 Euro. Sind jetzt so im Bereich 190. Die Blase ist geplatzt. Aber klar ist auch, selbst wenn wir jetzt noch weiter fallen, werden wir ein Mehrfaches dessen an Preisen hier zu bezahlen haben, zumindest an diesem Future-Markt TTF, den Sie hier sehen, als es davor eben war. Und das sorgte für eine gewisse Unzufriedenheit natürlich in der Bevölkerung. Viele werden sich das kaum mehr leisten können. Nicht mehr leisten kann sich Indien und Pakistan etwa hier das Flüssiggas. Die verfügen nicht über Pipelines. Wir kaufen das jetzt weg. Das ist so, dass wir jeden Preis bezahlen, die anderen schauen in die Röhre. Das geht ganz einfach, Absage von LNG-Lieferungen nach Indien etwa. Hier ein Artikel, der das wunderbar zeigt, wie das Ganze funktioniert. Und mit diesem Flüssiggas wiederum füllen wir unsere Gasspeicher, auch ohne Nord Stream 1. Da sind wir jetzt im Bereich 88%, was Deutschland betrifft. Aber möglicherweise ein glanzloser Erfolg. Warum? Sehen Sie hier in dieser zweiten Artikelempfehlung, die ich Ihnen hier poste. Und eine dritte Artikelempfehlung ist, schauen Sie sich mal diese Rede dieser Dame von den Grünen an. Da ist die Vision der Grünen ein bisschen thematisiert und die heißt Schrumpfung. Wir müssen alle schrumpfen, damit wir kein CO2 mehr emittieren und dann müssen wir eben auch auf Flugzeuge verzichten etc. Dafür ist kein Platz mehr. Schauen Sie sich das mal an. Ich glaube, das ist diese Vision letztendlich in Reinkultur, was das bedeutet, wenn man es wirklich durchzieht und ich glaube, man will es durchziehen. Und dann gibt es Verbote, dann darf man das nicht mehr machen, das nicht mehr machen. Das ist aus meiner Sicht eine Art Heilsideologie, die leicht totalitär veranlagt ist, aber bilden sich ihr Urteil selbst. Das ist die dritte Verlinkung, die ich Ihnen unter diesem Video mache und wünsche jetzt das Allerbeste. Heute 14:30 Uhr, die Verbraucherpreise, schauen Sie da rein bei Finanzmarktwelt. Da werden wir zeigen, was das bedeutet. Servus, ciao.